ihr Technikfreunde da draußen, herzlich willkommen in einem neuen Video bei mir im Kanal. Heute schauen wir uns diese frische Box von Icybox an. Die tolle Monitorhalterung und warum ist es denn so geil, eine Monitorhalterung zu haben im Vergleich zu den normalen Monitorständern, die da mit dabei sind. Das schauen wir uns heute alles im Video an. Bleibt dran und schaut rein. Bis gleich. Als allererstes möchte ich mal Danke an Icybox sagen, dass ihr mir das Produkt zur Verfügung gestellt habt. Ich habe natürlich hier ein kostenfreies Exemplar bekommen, aber habe mit Icybox auch vereinbart, ich darf natürlich auch meine eigene Meinung zu dem Produkt sagen. Das finde ich natürlich immer wichtig und das ist für mich persönlich auch ein ganz, ganz großer Vorteil, wenn ich solche Dinger teste, möchte ich natürlich auch Kritik anbringen dürfen, weil sonst, muss ich euch ganz ehrlich sagen, lade ich so ein Video nicht hoch. Wenn ich das Teil teste und das Ding ist totaler Schrott, dann würde ich euch das natürlich auch in dem Video sagen. Aber kommen wir mal zu den Details. Was bietet denn Icybox hier mit der Monitorhalterung für Vorteile gegenüber vielleicht einem ganz anderen Hersteller? Für mich persönlich sticht hervor, dass man die Montage zweierlei machen kann. Man kann einerseits die Montage an der Tischplatte ganz normal Standard, wenn das die Tischplatte ist, einfach mit der Klemme festmachen. Das Schöne ist, man muss die Schraube nicht von unten drauf machen, sondern man kann sie von oben schön bequem drauf machen. Finde ich eine sehr, sehr coole und innovative Lösung. Habe ich jetzt bei einem anderen Hersteller in der Form nicht gesehen. Finde ich sehr, sehr cool und vor allem auch ein bisschen bequemer, weil man halt von oben ein bisschen besser rankommt, wie vielleicht von unten. Natürlich gibt es auch die Tischlochmontage, das heißt, man bohrt ein Loch durch den Tisch und kann es dann Mitte im Tisch platzieren, je nachdem, wie viel Platz man hinten an die Wand hat. Finde ich eine sehr, sehr gute Lösung. Ansonsten ist es so, wenn man noch ein bisschen auf die Keyfacts guckt, das Teil unterstützt bis zu 32 Zoll Monitore, zwei Stück natürlich, weil es ja ein Dual-Monitorhalter ist. Was ich auch sehr cool finde, ist, dass man verschiedene Arten der Montage hat. Das heißt, man kann es horizontal montieren, man kann es aber auch vertikal montieren, man kann es neigen und kippen. Das ist auch sehr, sehr wichtig und es ist gleichzeitig auch ein integriertes Kabelmanagement dabei. Finde ich auch sehr wichtig für die Leute, die da ein bisschen auf die Ästhetik achten, dass man wenig Kabel sieht. Finde ich eine coole Lösung und auch gut, dass man da direkt mit dran gedacht hat. Ansonsten, was die WESA-Montierung betrifft, wird hier 75-75 und 100-100 unterstützt. Das heißt also, sehr, sehr viele gängige Monitore sollten hier mit dabei sein. Was ich natürlich auch mitgelesen habe und was ich aber nicht testen konnte, weil ich keinen habe, es gibt aber auch die Möglichkeit, Curved-Monitore an dem Teil zu montieren. Finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Meine Montierung war jetzt hier an meinen 27 Zoll Monitoren. Ich werde euch das immer wieder ein bisschen einblenden, wie die Montage funktioniert hat, wie das dann dementsprechend auch ausgesehen hat, damit ihr euch auch ein bisschen ein Bild von dem Ganzen machen könnt. Für mich persönlich aber das größte Highlight an dem Teil war die Verarbeitungsqualität. Als das Paket dann ankam, habe ich mir gedacht, boah, ganz schöner Brocken. Muss aber ehrlich sagen, bei solchen Teilen erwarte ich auch eine gewisse Qualität. Und deswegen fand ich sehr, sehr cool zu sehen, dass man hier nicht so viel Plastik verbaut hat, sondern sehr, sehr hochwertige Materialien, die auch sehr, sehr wertig sich anfühlen. Vor allem, man hat hier auch kein Gefühl, dass irgendwie diese Federung, die dabei ist, dann irgendwie nicht halten würde und meine Monitore sacken dann mit der Zeit ab. Nö, hatte ich jetzt nicht im Test. Ich habe, wie gesagt, die zwei Monitore einfach montiert gehabt und das hat ohne Probleme funktioniert. Von dem her kann ich jetzt über das Teil eigentlich gar nichts Negatives sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Halterung, die ich hier habe, habe ich jetzt auch schon bestimmt 4-5 Jahre und hatte auch keine Probleme. Die Montage, was ich hier gemerkt habe, ging deutlich einfacher von der Hand, weil man muss halt nicht von unten, hinten irgendwie an den Schreibtisch kraxeln. Da war es natürlich jetzt ein bisschen einfacher, weil es offen ist, ich konnte dahinter laufen. Hier ist es ein bisschen schwieriger, weil die Wand natürlich dahinter ist. Da erleichtert diese Montage von oben das Ganze natürlich extrem. Ich finde die Farbe auch sehr schön gehalten, also man muss jetzt da natürlich keinen Designpreis dafür vergeben, aber ich bin immer ein Freund von einem schlichten, einfachen Design, das sich halt irgendwie mit ins Setup integriert. Vor allem für mich ein sehr, sehr großer Vorteil von solchen Monitorhalterungen ist einfach, dass der Desktop deutlich cleaner ist und man natürlich dann auch viel, viel mehr Platz hat auf dem Desktop, wie wenn die normalen Ständer dann stehen würden. Es ist natürlich auch ein großer Vorteil, dass man halt flexibel in der Verstellmöglichkeit ist. Ich persönlich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich verstelle meine Monitore nicht jeden Tag, aber vielleicht gibt es da draußen jemanden, der dann täglich seine Monitore fünfmal verstellt.
Würde ich gerne mal wissen, warum zur Hölle macht ihr das? Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, wenn ihr so jemand seid. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, den einzigen Kritikpunkt, den ich gefunden habe, wo ich persönlich sage, das könnte man vielleicht ein bisschen besser machen, wäre zum Thema Kabelmanagement. Da gibt es ja die Möglichkeit, dieses mit so einem Clip und mit so einer Klappe festzusehen. Ich fände es geiler, wenn man das irgendwie integriert hätte mit so einem Art Magnetismus. Das heißt, man könnte dann das so machen, dass diese Klappe einfach in so eine Art Mulde geht und wird dann mit zwei Magneten gehalten. Das fände ich eine sehr, sehr coole Lösung. Vielleicht kann Icybox da ja mal bei einer Version 2 dran arbeiten. Ansonsten rundum perfektes Produkt, bietet alles, was ich brauche und ich muss ganz ehrlich sagen, bin mehr als zufrieden. Vor allem, wenn man den Preis bedenkt, den es momentan bei Amazon kostet, kriegt man eine perfekte Leistung dafür. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, Leute, bei solchen Teilen gebt nicht irgendwie 30 oder 50 Euro für so eine Monitorhalterung aus, weil ihr ärgert euch im Nachhinein, dass diese Federn, die da drin sind, einfach nur billig sind. Und ich persönlich muss euch sagen an der Stelle, wenn ihr Monitore habt, die einen Haufen Geld kosten, die dann von so einer Feder runterkrachen, dann sind eure Monitore kaputt. Dann ärgert ihr euch doppelt und dreifach. Also gebt vielleicht lieber ein bisschen mehr Geld dafür aus. Und ich finde, das ist die perfekte Lösung für jeden, der so eine Monitorhalterung braucht. Schreibt mir doch gerne mal drunter, ob ihr eure Monitore noch auf dem Standardteil habt oder ob ihr schon sowas überlegt habt. Wenn ja, gerne drunter in die Kommentare. Würde mich riesig freuen. Ansonsten lasst auch gerne ein Abo und eine Bewertung da. Dann sage ich ciao und vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, euer Basti. Ade, ciao. Yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LA BB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again.